dich abzuholen. Wir haben's gemacht. Zu derselben Uhrzeit an dem Treffpunkt. In all his glory, what would you ask if you had just one question? And yeah, yeah, God is great. Yeah, yeah, God is good. Yeah, 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 yeah. What if God was one of just as slow like one of us, just a stranger on the bus, trying to make his way home. Bin ich schon im wunderschönen Sylt. Wir haben gestern 14,5 Stunden Zugfahrt hinter uns. Die Teenies sind schon am Strand. Die liebe Yara ist auch wieder dabei. Die kennt ihr schon aus meinem Bratislava-Vlog. Den kann ich euch in der Infobox verlinken. Und wir zwei gehen jetzt auch auf den Strand und sind gerade am Weg dorthin. Aus hier sind Betreuer bei einem Jugendcamp. Das habe ich euch, glaube ich, im Bratislava-Vlog auch schon erzählt. Und wir sind jetzt 10 Tage auf der Insel Sylt und genießen quasi das Landschaft. Bratislava-Vlog. Hinter uns sehen wir gerade das Meer. Es ist so schön. Wir stehen gerade auf einer Düne. Es ist so wunderschön. Man kann sich das gar nicht vorstellen. Was sagst du zu Sylt? Du bist das erste Mal da. Ja, also ich muss ehrlich sagen, ich war schon sehr oft am Meer. Aber dieses Mal gefällt es mir wirklich sehr gut. Also ich habe noch nie so ein schönes Meer gesehen, aber ich finde die Landschaft einfach. Ja. Die Landschaft an sich ist einfach ein Hammer. Und ich zeige euch jetzt das Krasseste überhaupt. Hier sieht man das Meer. Und ich drehe mich jetzt um. Und hier hinten sieht man wieder das Meer. Das ist die andere Seite der Insel. Das ist
mega, mega heiß. Wir sind gerade am Strand. Jara ist wieder da. Da ist Jara. Da ist er. Es ist mega, mega, mega schön. Wir sind gerade am Wasser. Es ist eigentlich relativ kalt, das ist genau, es ist generell voll kalt, aber es geht eigentlich. Ja, also es soll halt angeblich 30 Grad gehen. Das einzige Komische, was ich finde, ist sind die ganzen Rohre da, weil die das Wasser umleiten müssen, damit die Insel nicht verschwindet. Mario! Mario! Leichter Sonnenbrand, oder Jara? Mhm. Brennt? Ja, ich merke mir gar nicht. Das allerschönste ist, am Abend am Strand spazieren zu gehen. Aber nachdem wir auf Sylt sind, ist es mega typisch und total war es mega heiß. Wir hatten fast 30 Grad. Mehr oder weniger. Und jetzt am Abend lange Hose und Pulli, weil es mega, mega kalt ist. Aber bitte schaut euch einfach den Hintergrund an. Das ist so wahnsinnig, wahnsinnig schön. Neuer Tag. Wir sind gerade in Hörnum. Also die Jara ist wieder mit. Also Jara. Und wir werden gleich ein bisschen einkaufen gehen und sind gerade am Weg zum Hafen. Wir wollen schauen, ob die liebe Wilhelmine da ist. Wir waren voriges Jahr ja auch schon da. Ich glaube ja. Und die Willi ist hier ein Seehund, der am Hafen hier ist. Und wir wollen schauen, ob die jetzt da ist. Keine Willi da, vielleicht haben wir in den nächsten Tagen ja nochmal Glück. Ich weiß nicht, ob ihr das gerade gehört habt, weil der Wind ziemlich stark gegangen ist und relativ viele Leute da waren. Aber die Willi war nicht da. Schau mal, vielleicht ist sie in den nächsten Tagen da. Sie haben gemeint, dass der Wasserstand etwas zu niedrig war, dass sie hinkommen kann. Ja, wir versuchen unser Glück einfach nochmal, oder? Ja. Mittlerweile ist Freitag. Heute ist es nicht ganz so schön wie die letzten Tage, wie man sieht, geht der Wind extrem stark. Wir sitzen gerade am Strand und sind irgendwie die einzigen Leute hier. Also es ist rundherum niemand außer uns.